Breitberg. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wäre das Internet ein Land, es hätte nach China und Russland, nach China und den USA den drittgrößten Stromverbrauch auf der Welt. Schon 10% des weltweiten Stromverbrauchs werden heute von IT-Geräten, Rechenzentren und Netzen verursacht. 137 Exabytes Daten wurden laut Statistischem Bundesamt 2019 erzeugt. Das ist eine 1 mit 18 Nullen. Und bis 2022 soll sich dieser Wert verdoppeln. Wir müssen also dringend handeln, und deshalb begrüßen wir den Antrag der Grünen. Wie Energieeffizienzklassen für Fenster in Neubauten längst vorgeschrieben sind, müssen sie auch für Rechenzentren verbindlich sein. Bei privaten Kaufentscheidungen helfen Energieklassenaufkleber ja schon bei Waschmaschinen. Warum nicht auch bei Handys oder Laptops? Transparenz ist immer hilfreich. Auch zum Beispiel zum Energieverbrauch von Videostreaming und dazu, wie viel niedriger der CO2-Ausstoß ist, wenn man auch mal ein Video in niedrigerer Auflösung oder da, wo es passt, sogar als Audio hört. Weil Videostreaming so einen enormen Energieverbrauch hat, darf das automatische Abspielen weiterer Videos, wenn mal ein Video zu Ende ist, nicht voreingestellt sein, weder bei YouTube, aber eben auch nicht bei öffentlich-rechtlichen Mediatheken, denn das verleitet zu unbeabsichtigter Nutzung. Viel unnötiger Datenverkehr entsteht aber auch durch nicht abstellbare Werbung, viel auch mit Videos und massenhaftes Sammeln von Daten bei jeder Internet- und Handynutzung. Wenn wir dem bessere Schranken setzen, nützt das gleich doppelt, nämlich dem Klimaschutz und auch der Privatsphäre. Als Linksfraktion haben wir auch das Recht auf Reparatur wiederholt eingefordert, denn die Unsitte von Herstellern aus purer Profitgier, Verschleißteile wie Akkus in Telefone fest einzubauen oder Ersatzteile zum einfachen Austausch nicht zur Verfügung zu stellen, ist umweltschädlich und verbraucherfeindlich. Sie fördern bewusst die Wegwerfmentalität und zwingen zu unnötigem Neukauf. Das dürfen wir im Interesse der Umwelt und der VerbraucherInnen nicht länger tolerieren. Aber Digitalisierung kann auch Teil der Lösung sein und zu mehr Nachhaltigkeit beitragen. Mit Industrie 4.0 kann Produktion effizienter werden. Mit Landwirtschaft 4.0 kann man den Düngereinsatz reduzieren. Breitband im ländlichen Raum kann klimaschädliche Pendlerfahrten verringern, weil dann nicht nur Leben, sondern auch Arbeiten auf dem Land möglich werden. Dazu braucht es aber auch Mobilitätskonzepte, die den ÖPNV so nutzerfreundlich machen, dass niemand mehr gezwungen ist, ein eigenes Auto haben zu müssen, auch nicht bei mir im Norden von Brandenburg. Ein Social Innovation Fonds der Bundesregierung, wie wir von der Linksfraktion beantragt haben, kann dann auch Innovationen für nachhaltige Digitalisierung besser fördern. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen immer noch nichts im Strafrecht verloren haben. Paragraph 219a gehört abgeschafft. Vielen Dank. Die nächste Rednerin, die Kollegin Dr. Ingrid Nestle, Bündnis 90 Grüne.